Das hier ist mein Lied zum Test, mit dem sich hoffentlich gut testen lässt, ob ich auch verständlich sing, wie ich mit Gitarre kling, mit der Stimme weit genug nach hinten dring. Das hier ist ein Testgesang für gute Töne, guten Sound und guten Klang. Klingt es so, wie ich es will, nicht zu dumpf und nicht zu schrill, manchmal laut, mal leise, selten still. Kannst du neben dem Lesen auch mal ein Ohr leihen? Ich leihe beide Ohren. Wunderbar. Nimmst du auch was wahr mit denen? Ja. Gut. Das hier ist ein Probelied, um festzustellen, wie ist der Unterschied. Gitarre zu leise. Okay? Besser? Gut. Das hier ist ein Probelied, um festzustellen, wie ist der Unterschied. Ob es so klingt, wie es soll, klar und deutlich, satt und voll, Höhen, Mitten, Tiefen, Dur und Moll. Nicht nötig, dass ihr dieses Lied bestaunt, denn ich check mit dem ja nur den Sound. Dass ihr mich gleich gut hört, euch an keinem Missklang stört, nicht zum Mischpult lauft und euch empört. Klingt es so, wie ich es mag, wenn ich die Saiten zupfe oder schlag. Muss ich nah am Mikro stehen, an nem Knopf ein wenig drehen? Klingt es gut, könnte es vielleicht so gehen? Ich möchte, dass man mich gut versteht. Ich bin jemand, der nah ans Mikro geht. Mag so laut, wie es nötig ist, so leise, wie es möglich ist. Der Pegel nicht so laut, wie möglich ist. Wenn überhaupt, will ich auf jeden Fall nicht so viel Echo und nicht so viel Hall. Bloß nicht so viel Effekt, denn ich hab für mich entdeckt, man hört dann nicht mehr, was im Inhalt steckt. Soll die Gitarre schnarren oder brummen, dann dreh ich an den Knöpfen noch was rum. Ich mag's, klingt es rund und weich, ist das nicht so, hör ich's gleich. Und auch bitte an Volumen nicht so reich. Und jetzt noch ein wenig instrumental. Und wenn das etwas dauert, ist normal. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, Test, Test, Test. Das ist jetzt vom Test der letzte Rest. Dann sind kurz die Saiten dran, ob man die so lassen kann. Und wenn die dann stimmen, fang ich an, irgendwann.